Willkommen zurück zu Live in the Woods. Ja, wir gehen gleich mal auf den Server drauf. Es hat sich ein bisschen was getan seit dem letzten Stream. Ui. Wow. Noch ein bisschen am Laden gerade. Genau. Ja, wie gesagt, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe hier drin... ich fange mal unten an und dann gehen wir nach oben, würde ich sagen. Und dann bauen wir noch ein bisschen was. Also, wie gesagt, ich habe den Keller noch mal ein bisschen weiter ausgeschachtet hier. Ich habe ein bisschen Stein abgetragen. Ich denke mal, die Höhe, die sollte jetzt eigentlich so passen, wie sie ist. Man muss bedenken, also die Decke ist jetzt schon drinne, das bleibt auch Kobbel und der Fußboden kommt hier dann quasi drauf. Also wie gesagt, das wird nicht so riesig, aber brauche ich hier auch nicht. Des Weiteren habe ich für ein bisschen bessere Kaffeeversorgung gesorgt, nämlich habe ich hier hinten auch nochmal ein paar Pflanzen hingestellt, sodass wir da ja ganz gut aufgestellt sind. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Ich habe mir das in SEO gebaut. Aha. Wie gesagt, keine Panik, keine Schleichwerbung hier, ist einfach so, ich habe selbst eine zu Hause, daher passt das. Aber der Clou an der Geschichte ist einfach der, ich kann hier auf den Knopf drücken und kriege meinen Coffee to go direkt in die Kralle. Gut, Kaffee bringt natürlich keinen Hungerpunkt zurück, es sei denn, man macht Cappuccino oder so daraus. Und ja, ist einfach das Prinzip, ja, ich bin generell Kaffeetrinker und deswegen musste das einfach sein. Ja, was haben wir noch gemacht? Wenn man hier mal so rüber guckt, sieht das da hinten schon echt nice aus. Auch hier hinten, warte mal, ich gehe mal hier so längs. Bei Steffi drüben hat sich auch schon einiges getan, wie man hier sehen kann. Dach ist drauf. Bei uns noch nicht so ganz, aber das werden wir heute ändern. Und ich würde sagen... Ach so, bevor wir reingehen. Steffi hat sich mal die Mühe gemacht, hier so den ganzen Kram für Beef Wellington bereitzustellen, beziehungsweise zusammen zu craften. Und wenn man mal guckt, wie viel das Zeug bringt, das füllt einfach mal alles auf. Das ist unglaublich, das Zeug. Sehr, sehr geil. Da geht auf jeden Fall was. So, wir gehen mal hoch, diese wunderschöne Dirt-Treppe, die wir irgendwann nochmal ändern werden, auf jeden Fall. Denn ich habe noch ein bisschen Feintuning am Dach betrieben. Das hat mir nämlich noch nicht so ganz so gefallen, weil das einfach viel zu eintönig war. Und was ich da genau getan hat, würde ich sagen, gucken wir uns jetzt erstmal an. Hier habe ich ein bisschen rumexperimentiert mit diversen Materialien. Und habe mal geguckt, was man nehmen kann fürs Dach. Ich weiß nicht, ob wir das so kobbellastig lassen werden. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen. Und Kentagos schreibt gerade, das letzte Mal haben wir doch beim Dach aufgehört, oder wie? Ja, genau, haben wir. Und zwar bei diesem Dachgerüst. Und ich habe jetzt noch ein paar kleine Veränderungen oder ein bisschen Tuning daran betrieben. Wir sehen hier schon den Schornstein, der ist vielleicht ein bisschen groß geraten, aber der ist ganz cool eigentlich. Was ich jetzt im Schwerpunkt noch gemacht habe, ist hier und da so einen kleinen Giebel mit reingebaut, damit das auf diesen Flächen nicht so eintönig aussieht. Ja, hier habe ich da eingebaut, dann habe ich da vorne eingebaut. Und da nochmal einen und ich glaube, hatte ich hier noch einen? Ne, hier dich nicht, ne? Ne, hier hatte ich keinen mehr gebaut, weil hier habe ich vielleicht überlegt, dass man da vielleicht so eine kleine Dachterrasse noch bauen kann. Aber das sehen wir dann später. Erstmal ist dann wichtig, dass wir uns mal überlegen, was wir hier reinpflanzen können. So als, ja, Baumaterial. Müssen wir mal schauen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich finde, also, wenn man das so einzeln betrachtet, das hier, bis auf dieser Stein, bis auf der hier, sieht das gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist nur, ich habe Angst, dass es zu kobbellastig wird. Aber ich möchte auch nicht unbedingt mit Holz arbeiten, weil ich habe das Gefühl, dass es nicht so gut passt bei diesem Haus. Es ist ja grundsätzlich ein Steinhaus. Das soll es auch bleiben. Wie gesagt, ich denke mal, wenn wir diesen Stein hier nicht mit reinnehmen, dann könnte das unter Umständen gut aussehen. Weil viel mehr Auswahl haben wir beim Cobblestone gar nicht mehr. Also das ist schon langsam ja, ziemlich aufgebraucht, das Ganze. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Steine gefarmt, ne? Ja, genau, 1003. Lol. Wir haben 1337 Steine. Sehr gut. Sascha schreibt gerade, wie wär's mit Steinziegel? Ja, habe ich auch schon überlegt. Aber überleg mal, wie viel hunderte, tausende Clay du dafür farmen müsstest. Nein, fällt auf jeden Fall aus. Wobei, die könnte man natürlich auch noch schisseln. Habe ich ja beim Kamin auch gemacht. Hier diese zum Beispiel. Das ist ein bisschen zu krass. Wie lange wir spielen? Ungefähr 24 Folgen, a 30 Minuten in etwa. Also ein bisschen was. Genau. Ich war noch ein bisschen auf Diamantensuche, hat aber nicht viel gebracht. Der Kentagos wäre für was Dunkles. Ja, wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Dumm. Achso, und Fury hat eine Eisenrüstung bekommen, wollte ich nochmal kurz erwähnen. Passt. Und dann war hier ein Zuckerrohrmonster im Gange. Ja gut, kann man machen.
Wir können ja mal gucken, was wir hier noch haben. Also das auf jeden Fall nicht. Weiß fällt, glaube ich, ziemlich aus. Marble. Was kann man denn aus Marble alles bauen, was irgendwie Spaß machen könnte? Also irgendwie gut aussehen könnte. Ich glaube nichts, weil Marble ist dafür irgendwie überhaupt gar nicht geeignet. Also das fällt, glaube ich, ja, gar nicht mal so in Betracht. Achso, wir sind alles da. Oh ja, die üblichen Verdächtigen sind wieder dabei. Ich tendiere fast zu Kobbel. Hier sind die Steine, die ich ausprobiert habe. Ich nehme mal eben so einen Stack mit und dann testen wir das mal kurz an. Und der Alyoshi fragt, ob jetzt auf meinem YouTube-Kanal noch regelmäßig Minecraft kommen wird. Ja, wird kommen, obwohl FTB Infinity halt zu Ende ist. Ja, wird kommen. Ich nehme einfach jetzt mal hier einen Stack von mit und dann hole ich mir nochmal was. Die Frage ist nur, was? Diesen französischen Cobblestone können wir auch mal nehmen. Cobblestone in Farbe. Warte mal kurz. Genau. Warte mal. Cobble. Red Cobblestone. Okay, ich habe auch keine Ahnung, wo wir das Zeug herbekommen, ehrlich gesagt. Cobbledirt? Achso, nee. Ja, nee. Die Farben sind ja jetzt nicht so überzeugend, sage ich jetzt mal. Ja, Black Granite nicht so. Das ist mir ein bisschen zu dunkel, ehrlich gesagt. Basalt. Wobei, bei Basalt müssen wir aufpassen. Weil den kann man nur zu Kobbel schisseln, glaube ich. Warte mal, habe ich noch Basalt? Ich habe neulich mal was geholt gehabt. Hier ist übrigens dieser Black Granite. Da können wir nochmal eben reingucken. Da kann man nämlich auch nur Kobbel von machen. Und das ist das Problem. Und das ist genau dasselbe wie bei dem Basalt auch. Glücklicherweise weiß ich zufälligerweise, wo irgendwie Basalt sein könnte. Hatte ich das immer aufgeschrieben? Black Granit. Ach hier, Basalt. Genau, so blau sieht man gar nicht. Da könnten wir mal hingehen und mal gucken. Aber ich glaube, wir können gleich erstmal schlafen gehen. Genau, dann holen wir mal ein bisschen Basalt und gucken mal, was wir da zustande kriegen. Mal sehen. Mal gucken, wer noch mitmacht hier. Ah ja, wunderbar. Kaffee ist gewachsen, da muss ich mich nochmal eben kurz drum kümmern. Seht's mir bitte nach, wenn ich Fury jetzt nicht mitnehme auf diese Tour. Weil ich habe beim letzten Mal schon den Fehler gemacht und da sind wir durch Dornen und Giftbüsche geritten. Hat ihm nicht so gut gefallen, deswegen gehen wir einfach mal zu Fuß dahin. Und ich nehme noch ein bisschen was zu essen mit und Steine. Ja, den einen schmeißen wir wieder rein. Dann haben wir noch Spitzhacken. Jo, haben wir eine und noch eine. Ich denke, das reicht. Ich nehme aber nochmal so einen Schwung Burger mit hier. Dann haben wir da, genau, da hinten ist es. Das blaue Ding, kaum lesbar, aber egal. Wir finden das schon. Und ich hole mir jetzt mal so einen Beef Wellington rein. Dann haben wir während der Wanderung nicht so die Probleme. Und falls sich jemand wundert, warum das so lange dauert, bis man das Zeug isst. Das ist gewollt vom Modpack, weil das Teil halt auch extrem viel bringt. Daher dauert das ein bisschen länger, bis man das Zeug gegessen hat. Oh, hier ist die Schlucht wieder, ja klar. Was zur Hölle? Da wäre ich beinahe drauf reingefallen. Haha. Wie viele Blöcke sind denn das überhaupt? Ein paar, ne? Warte mal. Waypoints. Ach so, 208. Ja, ist okay. Kriegen wir hin, kein Problem. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel wir brauchen werden. Wenn ich überlege, wie viel Carpenter Stairs wir verbaut haben im letzten Stream, ist das, glaube ich, einiges. Aber kriegen wir hin. Und dann müssen wir erstmal gucken, ob das mit dem Basalt uns überhaupt zusagt. Aber wir werden sehen. Ich bin gespannt. Aber das könnte tatsächlich funktionieren. Das ist mal so ein kleiner, na komm, anderer Farbton, der dann ins Haus reinkommt. Joa. Dann müssen wir hier noch durch und dann sind wir eigentlich schon fast da, glaube ich, ne? Mal gucken. Ja, hier kommen wir jetzt natürlich nicht wieder raus, ist ja klar. So. Genau, hier schon der See, den kenne ich noch. Da ist ganz viel Basalt, jawohl. Hier auch, hier ist sogar noch Marble. Ich denke mal, hier können wir uns erstmal reinbuddeln. Ja. So einen schlechten Tag kann jeder mal haben, das kommt vor. So, und jetzt wie gesagt, man kann diesen Stein nicht zu vielen Dingen schisseln, nämlich nur zu Cobblestone. Ich denke mal,
Wir lassen den erstmal so und dann gucken wir mal. Was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist die Tatsache oder das Problem, dass wir alles aus Basalt bauen bei dem Dach, weil das sieht dann wieder zu eintönig aus. Also wir werden mal gucken, dass wir halt so ein bisschen Basalt verteilen und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einen anderen Stein finden, der da vielleicht dazu passt einigermaßen. Vielleicht einfach so ein paar helle Ecken mit rein, sodass das Dach halt so ein bisschen aussieht wie gebraucht. So wie normal halt auch, wie man das so von eigentlichen Hausdächern auch kennt. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Mal sehen. So, was haben wir jetzt? Nicht mal ein Stack. Okay, kann ein Weilchen dauern. Ja, passt schon. Was haben wir denn hier? Stimmt, Andesit können wir noch mitnehmen. Das stand, glaube ich, eben schon im Chat. Ich denke mal, das werde ich auch einpacken. Weil das hat einen ähnlichen Farbton. Sieht aber so ein bisschen, na toll, ein bisschen ausgeblichen aus. Das hat sich ja richtig gelohnt gerade. Ich glaube, hier ist irgendwo noch mehr Andesit. Mal eben gucken. Hier ist auch Limestone. Da vorne ist Andesit. Genau, perfekt. Wieso das Brennen? Nee, das Brennen sparen wir uns nicht. Das Zeug kommt so darauf. Vielleicht beim Andesit nicht. Mal gucken. Wir werden da schon irgendwie eine Konstellation zustande kriegen, die einigermaßen vernünftig aussieht. Kriegen wir schon hin. Das Trockene an der Geschichte ist jetzt halt einfach, dass wir erstmal den ganzen Kram zusammensammeln müssen. Hobble wäre kein Ding gewesen, aber haben wir da. Kriegen wir schon hin. Genau, Andesit sieht gebraucht aus. Wir werden mal sehen, wie sich das hier dann so macht. Kann man den eigentlich auch zu irgendwas Brauchbarem schisseln? Ja. Ist nur die Frage, ob es gut aussieht. Wir werden das nachher mal testen. Alles ganz easy. Kein Problem. Ah, Kentagos, der war es ein bisschen spät im Chat. Ja, kann man. Passt. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal das ganze Andesit-Vorkommen hier mit, sofern die Spitzhacke das durchmacht. Ich meine, eine haben wir ja noch. Ne, jo, eine frische ist noch dabei. Und ich glaube, ich packe hier nochmal eben eine Fackel mit dran. Einfach, weil ich es kann. Ich glaube, hier ist Ende. Was ist hier? Kalk, genau. Ja, dann gucken wir mal, wie viel wir hier rausbekommen. Ich denke mal, ich werde die Spitzhacke, also auch die andere, noch komplett kaputt hauen hier. Und dann sehen wir mal weiter. Zur Not habe ich, glaube ich, in meinem Soapstone-Vorkommen auch noch was. Naja, gucken wir mal. Mal sehen. So. Hier sind wir, glaube ich, gleich durch. Also schon mal viel wert. Werkrucksack. Ich habe hier diesen Crafting-Rucksack, ja. Kalk habe ich noch genug in der Kiste. Falls es wirklich noch so ein Abschluss werden sollte, haben wir noch genug da. Das ist kein Problem eigentlich. Wobei ich da, glaube ich, eher dann Soapstone nehmen würde. So, Andesit haben wir. Hier ist, achso, das ist Gravel. Das lassen wir mal da. Habe ich jetzt alles weg? Ja, haben wir. Ja, dann denke ich mal, wir nehmen hier noch ein bisschen Basalt mit und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn das ein bisschen dunkler wird, das Dach. Doch, ich glaube, das könnte was werden. Ich habe da so ein Bild in meinem verrückten Kopf. Wir werden das schon hinbekommen. Huch. So, nächste Reihe. Ja, und nach dem Dach würde ich eigentlich mal genau mit dem Gegenteil weitermachen, nämlich mit dem Keller. Weil ich brauche langsam echt mal so eine Art Lager mit diesen Storage-Drawern. Weil ansonsten komme ich bald gar nicht mehr zurecht. Huch. Und ich denke, da werden wir uns auch ein bisschen länger mit befassen, weil ich wollte halt auch diesen Drawer-Controller bauen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich für jedes Item, was ich habe, halt diese Drawer nehme. Ich denke eher nicht, weil das wäre ein bisschen zu übertrieben, glaube ich. Aber so für die gängigsten Sachen werden wir auf jeden Fall solche Sachen bauen. Damit wir unsere Kisten, die draußen stehen, endlich mal wegbekommen. Dass wir generell mal von draußen nach drin ziehen. Dass wir uns ein bisschen um die Inneneinrichtung kümmern und bla und blub.
Oh, was ist denn hier? Lol. Also wie gesagt, dass es draußen halt langsam mal abgeschlossen ist, in Anführungszeichen. Und dass wir dann halt drin weitermachen. Oh, hier ist Eisen. Warte mal, Eisen nehme ich mit. War zwar neulich schon ein bisschen was farmen, aber jetzt, wo wir gerade mal hier sind, kann man das, glaube ich, mal machen. Open Blocks ist, glaube ich, nicht mit dabei. Nee, warte mal. Nee, ist nicht. So, haben wir nebenbei noch ein bisschen Eisen gesnackt. Ich würde sagen, den Rest machen wir jetzt mit dem Basalt voll und dann ist gut. Was haben wir denn jetzt an Andesit? Ach, geh weg. Danke. Stack. Noch ein Stack. Ja, da kann man auf jeden Fall erstmal mit arbeiten. Da sieht man auf jeden Fall schon mal, wie das ungefähr dann nachher aussehen könnte. Das ist schon mal voll okay. Aber wie gesagt, wir machen nochmal eben die Spitzhacke hier kaputt. Mit dem ganzen Basaltgedöns hier. Geh nochmal in diese Richtung hier. Ah, Steffi ist noch am Sandfarm anscheinend. Nee, um die Frage zu beantworten, dieses mindestens 50% Schlafen ist von der Modifikation Morpheus. Und die habe ich nachträglich installiert, weil es echt nervig ist, wenn mit mehreren Leuten auf dem Server wirklich jeder schlafen muss. Und deswegen haben wir das mit dazu installiert, weil das ist einfach nur ein serverseitiger Mod, der vom Client her nichts weiter verlangt, sondern einfach nur das Schlafverhalten so ein bisschen anpasst. Und ist halt, wie gesagt, wenn man mit mehreren Leuten auf dem Server ist, ist es wirklich praktisch. Oh, an der sieht. Ach, einer, lol. Ja, wie gesagt, ist eine feine Sache, das Ding auf jeden Fall. So, die Spitzhacke macht noch ein bisschen was. Mal gucken. Wie gesagt, die muss weg, weil sonst wird sie schlecht. Gut, dann können wir, glaube ich, hier unten nochmal weiterbauen und dann geht's gleich wieder nach Hause. Bin nebenbei schon am Überlegen, wie wir die Dachterrasse bauen, aber ich glaube, ich habe da auch schon eine Idee. Die Frage ist halt nur, ob man das Ding von der Größe her auf beide Dächer mitbaut, also auf das vorderste und mittlere, oder nur auf dem einen. Ach, wir werden das nachher sehen. Ich mache das wieder total spontan, so wie ich das bisher eigentlich nur gemacht habe bei diesem Modpack. Spontanität ist ja sowieso voll im Trend, also daher passt das. Ja, gleich ist es soweit. Und dann schauen wir mal. Übrigens, ich habe noch ein paar neue Nachrichten vom Community-Projekt 2.0. Ich habe heute einen weiteren Server konfiguriert, muhahaha, und zwar den Nether-Server. Ja, jetzt haben wir die Bauwelt fertig, jetzt haben wir die Farmwelt fertig. Oh oh. Nether ist fertig. Fehlt noch das End. Und vielleicht noch so ein kleiner Event-Server vielleicht. Mal gucken. So, Spitzhacke ist gleich weg. Schauen wir mal. Nur momentan ist halt die Performance-Geschichte noch am Start, weil der Server, oder die Server besser gesagt, parallel zu dem Live-in-the-Woods-Server hier laufen. Das könnte unter Umständen nachher für Probleme sorgen. Aber wie gesagt, Life in the Woods ist ja so ein zeitlich begrenztes Ding. Oh, Creeper, naja, egal. Passt schon irgendwie. Und es wird vermutlich ungefähr zeitgleich enden, wie das neue Community-Projekt dann anfangen wird. Irgendwann im August oder vielleicht Anfang September. Mal gucken. Momentan geht es sogar auch mit den Plugins. Inzwischen ist ja auch schon ein Spigot für die 1.9.2 rausgekommen. Ich habe das ganze Ding schon mal geupdatet. Hat mir dabei fast die ganze Datenbank zerschossen, aber egal. Kann passieren. So, bloß nach Hause hier. Eben noch so einen Burger reindrücken, dann passt das. Na gut, nehmen wir noch ein bisschen Zombiefleisch mit. Das können wir in den Komposter schmeißen. Passt auch. Achso, hier ist das Loch wieder. Muss ich aufpassen.
Nee, anmelden, registrieren, bewerben oder so für das neue Community-Projekt muss man sich gar nicht. Der Server läuft ohne Whitelist. Es kommen quasi nur Leute nicht drauf, die zu spät da sind, weil alle Plätze voll sind, oder Leute, die Scheiße bauen und gebannt werden. Sonst kommen eigentlich alle drauf. Lol. Ach, das ist nicht das. Au, 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 au. Blödes Skelett. Ist er noch da? Ach, der ist hier in der Ecke, lol. Was zur Hölle? Ja, schlafen gehe ich auch mal. Das ist immer ganz praktisch, wenn es dunkel ist. Wenigstens in-game kann ich das machen, wenn das schon im echten Leben nicht klappt. Oh, der böse Kuchen. Oha. Übrigens, ich habe ja mal so einen Werkzeugschrank gebaut, wo der Carpenter-Zimmer dabei ist. Ein bisschen Angelgedöns, ein bisschen Bogen und eine kleine Schere dabei. Und hier, oh, eine Dia-Pickaxe. Chisel. Und übrigens nicht wundern, die Twitch-Alerts sind ausgeschaltet im Stream, weil das nun mal ein Live-Let's Play ist. Aber trotzdem danke an den bösen Kuchen fürs Followen. Ich sag das jetzt mal so. So, ich würde erstmal sagen, wir hauen mal eben diesen Stein wieder zum normalen Kobbel. Meißen den eben hier rein. Dann würde ich sagen, wir hauen mal eben diese Teststeine hier. Ne, hauen wir nicht weg, weil ich gerade keine Pickaxe habe. Aber das sollte eigentlich kein Ding sein. 1, 2, 3. Sticks haben wir noch dabei. Sehr schön. So. Bone Meal kann hier hin. Oh, nee, warte mal. Nee. Das muss da hin. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen Erde. Ich brauche echt mehr von diesen Dingern. Life in the Woods Texturenpack. Ich spiele mit dem Standard-Ding. Weil gefällt mir momentan eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt mich momentan an Swag so ein bisschen satt gesehen, ehrlich gesagt. Wird wohl eine Weile dauern, bis ich das nächste Mal wieder verwende. Mal sehen, mal gucken. So, dann gehen wir mal hoch und gucken mal, wie das hier aussieht. Also viel besser als ein Texture-Pack wäre eigentlich ein Patch für Life in the Woods, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich meine, das Mod-Pack ist super cool. Aber es ist wahnsinnig verbuggt, also da muss unbedingt nachgearbeitet werden. Teilweise ploppen irgendwelche Sachen aus dem Inventar raus, dann, keine Ahnung, Serverabstürze oder zumindest Clientabstürze, wenn man irgendwas mit irgendwelchen Grabsteinen macht. Da muss unbedingt was passieren, unbedingt. Die Folgen kommen später auf YouTube, genau. Im Juni, na Mitte Mai geht's los. So, jetzt haben wir hier Basalt. Ich teste das mal hier vorne an dem Giebel hier. Und das einfach so ein bisschen randommäßig da reinhauen. Das hier müssen wir eventuell tauschen, mal gucken. Das sind auch diese Anzeigebugs, wo man irgendwo einen Block reinsetzt, dass es nicht angezeigt wird, sondern erst beim nächsten Ding. Das sind alles so eine Sachen, die das Modpack so ein bisschen nervig machen, aber es ist halt immer noch bei weitem nicht schlecht, definitiv nicht. So, können wir jetzt, glaube ich, lass den normal, ne? Ja, ich glaube schon. Ich teste das mal eben gucken. Nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Jetzt habe ich meinen Carpenter-Hammer nicht dabei. Verdammt. Aber kein Problem. Kriegen wir schon hin. Zum Glück haben wir dieses Wasser hier. Sonst müssten wir immer so lange runterlaufen. Nee, also wie gesagt, Andesit passt mir gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das noch schisseln kann, wenn es durchgeschmolzen ist. Ich tue hier mal so 15 Stück. Ach nee, das geht gar nicht. Die kann man ja so zusammen craften, ne? Huch. Wie war denn das? Ging das nicht? Nee, scheint nicht zu gehen. Schade, ich dachte, das geht. Zur Not. Testen wir mal den hier. Man kann das ja mal ausprobieren. Das Problem ist halt, ich wollte, wenn, dann Stein nehmen, der dieselbe Struktur hat wie der Basalt. Aber das klappt mit dem Andesit auf jeden Fall schon mal gar nicht. Ich gucke jetzt nochmal, wie das hier aussieht. Und zur Not werden wir uns noch einen anderen Stein suchen. Vielleicht auch nicht unbedingt Kobbel, sondern was anderes. Ich glaube, Granit würde nicht so gut aussehen. Wir können da gleich mal gucken, mal sehen. Es gibt hier übrigens so einen gewissen Tunnel auf der Map, wo man, glaube ich, sämtliche Gesteinsarten mal sieht. Wir werden sehen. Ja, das scheint nicht. Achso, scheint nicht zu gehen mit dem Andesit leider. Nee, das passt überhaupt nicht da rein.
Wollte auch den Hammer mitnehmen, ne? Na, egal. Nicht so wild, dann bauen wir die eben kurz ab. Nee, schade. Kunst nicht mit dem... Was? Aha, mit dem Andesit. Leider nicht. Nein. Dann haben wir den Kollegen noch da. Oh nö, jetzt muss ich wieder tricksen, ne? Oh nee, das kriegen wir so hin, genau. Ja, dann müssen wir uns wohl oder übel noch eine andere Gesteinsart suchen. Kobbel. Was haben wir denn hier? Ich habe eine Idee, warte mal. Ich weiß, wo wir hingehen, weil da gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Steinarten. Wir werden das sehen. Ja, vielen Dank, Cyrex HD. Auch danke fürs Followen. Wie das hier gerade so. Nur nicht wundern, die Twitch-Alerts sind beim Live-Let's Play ausgeschaltet. So, jetzt packen wir erstmal... Mist. Ich habe noch eine Kiste da. Ja, dann können wir noch eine Kiste vollmüllen. Passt. Hier einfach alles zustellen. Dann läuft das. Den Andesit können wir auch wieder kaputt hauen, beziehungsweise umschüsseln. Hier haben wir Kalk. Kalk kann hier mit rein, weil hier ist noch mehr Kalk. Dann passt das. Mossy Basalt. Ich glaube nicht, oder? Mossy. Die Frage ist auch, wenn wir das mit Mossy Cobblestone machen würden, würden wir... Nee, lassen wir. Das ist mir zu viel. Wir sind hungrig. Das heißt, Burger ran. Und wo steht eigentlich die Sonne? Das wäre mal interessant zu wissen. Ah, noch recht weit oben anscheinend, okay. Dann brauche ich vielleicht nochmal eine Spitzhacke. Einfach, weil ich es kann. Nummer 3. Und hier machen wir nochmal eine Pickaxe von. So. Jetzt machen wir folgendes. Wir gehen in unser Super Secret Soapstone Vorkommen. Naja, so secret ist das eigentlich gar nicht. Ich sag das nur immer. Und dann gucken wir mal, was wir da so für Gesteinsarten finden. Zur Not habe ich noch eine andere Idee, wo wir uns gleich ein bisschen umschauen können, was so Gesteinsarten angeht. Wo muss ich eigentlich hin? Ach so, lila war das. Okay. Oh. Kurzer Lag gehabt. Passiert. Typisch Minecraft 1.7.1.0. Da spielt es, glaube ich, sogar nicht mal mehr eine Rolle, ob man ein Modpack drauf hat oder nur Minecraft. Die 1.7.1.0, die packt generell immer so ein bisschen rum. Ja, diese Grillen, ja. So, hier ist alles voll super secret. Übrigens, ich wollte nur mal kurz anmerken, dass hier mal alles voller Stein war, voller Soapstone. Ne? Hab ich eingesteckt. Genauso wie den Bereich hier hinten. Das war auch mal alles voll. Dazit können wir nehmen. Der hat doch auch eine Kobbelmaserung, ne? Ja, genau. Das nehmen wir, das Zeug. Siehst du, so einfach ist das. Was? Haben wir da vorne auch was? Ich möchte das Loch ganz gerne ein bisschen größer machen. Also wenn die Grillen wirklich zu arg nerven sollten, dann werde ich mal vielleicht morgen in die Config reingucken vom Server. Und die eventuell deaktivieren, weil die Viecher erfüllen einfach keinen verdammten Zweck. Aber schauen wir mal, ich denke mal, noch ist es auszuhalten. Vor allem hier unten in der Höhle sind sie auch nicht so oft, da geht das. Ist also noch ertragbar, sagen wir das mal so. Oder wie sagt man so schön, vercraftbar. Ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal eine Spitzhacke durch. Gucken uns mal an, wie das mit dem Dazit aussieht. Ich denke mal, das müsste eigentlich ganz gut zusammenpassen, glaube ich.